Wir kriegen den großen Wurf diesmal nicht hin. Was wir bekommen werden ist, die Kommission schaut sich jetzt die Schranken und Ausnahmen des Urheberrechts an und sucht nach den 3 bis 5 besten Kandidaten, die sie harmonisieren wollen. Unsere Aufgabe ist es sicherzustellen, dass jetzt unter diesen 5 neu harmonisierten Schranken und Ausnahmen halt diejenigen drin sind, die am effektivsten das freie Wissen fördern. Damit die Kommission aktiv werden kann, muss es ein europäisches Problem sein. Das heißt, salopp gesprochen, es muss ein grenzüberschreitendes Problem sein. Das heißt, man sucht sich jetzt eine bestimmte Ausnahme aus, zum Beispiel für uns die Panoramafreiheit, und dann, sie sind in Brüssel mittendrin in dem sogenannten Impact Assessment, das heißt, sie schauen sich bestimmte Sachen an und sagen, okay, das ist ein Problem, weil die das und das passiert und das könnte so und so gelöst werden und das wären die Folgen davon. Und was wir jetzt also machen, wir schreiben einen längeren Brief an der Kommission, in dem wir Beweise und Daten sammeln, wieso das ein grenzüberschreitendes Problem ist. Das heißt, es darf nicht nur ein Problem für Deutschland oder für Frankreich sein, es muss ein Problem zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien und so weiter sein. Das ist für uns relativ leicht auf einer Metaebene zu erklären, denn wenn man sich die Wikipedia als unser Flaggschiff-Projekt anschaut, ist sofort sowohl die Erstellung als auch das Anschauen der Inhalte ein transnationaler Sachverhalt. Das heißt, ich habe ein Problem und weiß nicht, wo ich was veröffentlichen darf. Und zum Teil kann es sein, dass wenn ich halt einen Flyer mit einem Foto drauf drucke, der in einem Land legal und in einem anderen illegal ist. Und jetzt ist halt unser Argument, dass das für einen Binnenmarkt ein Problem ist. Und und deswegen müsste man das harmonisieren. Und je besser man das erklärt und je mehr praktische, aber auch wirkliche praktische, aber auch akademische Beispiele man dann nennen kann, desto größere Chancen hat man. Und wenn man halt privat mit den Leuten spricht, dann sagen sie einem ganz ehrlich, schau, wir mögen euch, wir würden euch gerne helfen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wir werden das vorschlagen, dann kommst du durchs Parlament, aber dann im Rat wird's gekillt. Könnt ihr uns da, und dann hilft es, wenn wir sagen, ja, aber wir haben Wikimedia Frankreich und die sind da auch aktiv und die arbeiten jetzt schon daran, dass wenn ihr das vorschlägt, die französische Regierung das nicht blockt. Also das hilft uns sehr, dass wir wirklich ein paneuropäisches Netzwerk sind und zum Teil der Kommission sagen können, was die französische Regierung darüber sagt, noch bevor die überhaupt an die Öffentlichkeit damit getreten sind. Wenn wir über die sogenannte digitale Zivilgesellschaft in Brüssel sprechen, ja, es sind mittlerweile mehr Organisationen und ja, es sind mehr Stimmen, aber trotzdem weniger als die Finger meiner beiden Hände. Nicht jeder hat dasselbe Fokus. Das heißt, unter diesen, sagen wir mal, 10 Organisationen, diejenigen, die sich wirklich ums Urheberrecht jetzt zum Beispiel kümmern, sind vielleicht 3 oder 4. Und da macht es auch relativ wenig Sinn, wenn alle 4 nur eine einzige Sache fordern. Unsere Strategie, also unsere Metastrategie als globales Movement oder als globale Zivilgesellschaft ist, dass wir alle sagen, ja, wir brauchen ein klares Urheberrecht, das freieres Wissen ermöglicht, und wir brauchen eine Harmonisierung. So, bis dahin kommen jetzt die Sachen, die wir gemeinsam fordern. Und von da an, also Julias Bericht, über den es heute Abend auch ging, ist ja eigentlich praktisch nichts anderes als eine Liste von Punkten, die verändert werden sollten. Und von da an, also wir sagen alle, ja, wir brauchen die Reform und wir sind für eine Harmonisierung. Und dann suchen wir uns 2 Themen aus. Also wir machen Panoramafreiheit und staatliche Werke. Dann kommt Mozilla und die sagen, ja, wir suchen uns die Links aus und
die dann kommt die Free Software Foundation und die sagt, ja, also Software, und das ist halt unser Fokus. Also jeder sucht sich Punkte aus und versucht, die durchzupreschen. Und dann hoffen wir, dass wir am Ende so viel wie möglich von diesem Bericht halt irgendwie über den Ausschuss retten können. Was besser funktionieren könnte und sollte, ist, dass wir ein paar Mal prominent verklagt werden. Das Problem ist, das Dossier ist beim deutschen Kommissar Oettinger gelandet und er ist halt ein sehr erfahrener Politiker, was für uns irgendwann auch eine Chance ist, weil wenn er dann im Endeffekt einen Text unterschreibt, dann wird auch dafür sorgen, dass dieser Text also durchkommt durchs Parlament und durch den Rat. Das haben ja andere nicht unbedingt immer geschafft. Das Problem ist, als erfahrener Politiker hat er natürlich das gelernt, dass wenn etwas jetzt kein Riesenproblem ist, soll man es nicht anfassen. Und wir haben jetzt folgendes Problem. Wenn wir sagen, ja, Wikipedia, wir würden gern hier so legal, also wir machen alles legal und deswegen können wir Bilder vom zum Beispiel Atomium nicht teilen. Ja, hat euch jemals wer deswegen verklagt? Ja, nein. Ja, dann wieso? Was ist das Problem? Und dann sagt man halt, ja, das Problem ist, dass wir gerne legal arbeiten würden, aber das scheint kein Problem zu sein, das groß genug ist. Das heißt, wenn jetzt das halt jemand sich anschaut und hat Lust, irgendwie so eine Gruppe zu gründen, die dann Wikimedia verklagt, also bitte gerne. Danke.